So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Jetzt haben wir einen Stream gemacht mit Thomas, einen mit Shenaya und ich möchte noch ein Video aufnehmen mit Hannes, ne? Weil Hannes Moin. Ist ja auch am Start, war ja auch dabei. Das in Vorbereitung für Samstag, glaube ich. Weil ich dann den PC und den Schreibtisch und alles abbauen muss noch und deswegen muss man schon mal was vorproduzieren. Jetzt ein Video, wo es um Freunde geht, was mich mal interessieren würde. Denn letztens ist mir aufgefallen, bei meinen Freunden, manche haben Pokémon drin, die halt als Buddy ziemlich cool aussehen, gerade wenn da die Best Buddy Badge, also diese Schleife vorhanden ist und irgendwo rumhängt. Ich kenne ja nur die, die ich als Best Buddy gemacht habe, wo die Schleife ist. Jetzt habe ich das in meiner Freundschaftsliste bei manchen gesehen, wo bei denen das Kumpelband rumfliegt. Oder andere haben einfach einen interessanten Namen gehabt für ihren Buddy. Gleichzeitig hat man dann auch mal eine Übersicht über meine komplette Liste an Freunden, die ich jetzt gerade habe. Und auch, wer am neuesten dabei ist, wer am ältesten dabei ist und so weiter. Deswegen möchte ich mit dem Hannes jetzt zusammen mal meine Freundschaftsliste durchgehen. Wir gucken uns die Buddies der Freunde an, was das überhaupt ist. Und da hat der Hannes auch gleich mal einen Überblick, wen er alles kennt und wen er nicht kennt und wen ich kenne. Ja. Das könnte sehr interessant werden. Insgesamt sind wir jetzt bei 384 Freunden und der älteste, aktivste Freund ist Super Sani. Oh mein Gott, also die ist am längsten mit mir verbunden, hat die meisten Interaktionen, die meisten Sachen gemacht, deswegen steht die ganz oben. Es ist nämlich jetzt nach Freundschaftslevel sortiert. Oh. Sagen es nochmal dazu, hier ein Shiny Knilz, kennst du natürlich, ich weiß. Ja. Ivar Mild hat ein 100% Radatz kurz, wie heißt? Raikou, genau. Raikou am Start, kennst du auch. Sehr interessant, ja. Ivar Soft mit einem Dragoran. Ivar Kids mit einem Knackrack. Mäusekind. Genau, Hannes, gute Taktik. Du sagst immer gleich direkt, kennen wir oder kenne ich nicht. Und dann wissen wir deinen Standpunkt. Und solange lederst ja, bis die Buddies reinkommen. Ivar Pikant. Mit einem Carbator. Mr. Moonlord. Mit einem Rizeros. Nee, sagt mir jetzt nichts. Ist ein kleiner Account von mir. Ach so. Ja, okay. Samyang Buldak. Kämmer. Der hieß eigentlich immer typisch Andy und ist jetzt mein offizieller zweiter Account mit auch Level 50 dran, der ja auch immer zu den Community Raids einlädt, hat hier ein Zapfdoss. Kunsturin ist auch ein kleiner von mir. Ja. Hat hier ein Draschel. Und hat sich Natururin, ja, da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen, ein bisschen auch das geklaut, sage ich mal. Weil Natururin hat ja seinen Natururin-Kanal und ich habe dann irgendwann den Account umbenannt in Kunsturin. Dann habe ich ihm ein Bild geschickt, guck mal, ob jetzt ein Kunsturin-Pokémon-Dings. Und plötzlich macht er sich einen Zweitkanal, den er Kunsturin nennt und lädt Clips hoch. Also, da haben wir uns gegenseitig die Hand gereicht. Biofing! Ihr sagt mir was, ja. Knackrak ist auch ein Kleiner von mir. Ramses Raidmania. Das ist aber, glaube ich, der einen Perma-Bann hat und deswegen komme ich da nicht mehr rein. Hat einen Wolverock als Buddy. Ja, bis jetzt noch nichts Brutales. Adi haben wir hier mit Griselia, Fetti Krüger, mit Makabaya. Also bis jetzt alle, die bisher da waren, gehören hierher. Ne? Also das sind noch keine richtigen Freunde, das sind nur eigene Accounts, die immer Shinies jagen in Raids mit den Pässen oder Eierbrüten bei Events. Molly, ja, die Katze von Sandra, jeder hat da sein Ding. Mit dem Regirock. Jason Form Keats mit Echnatoll. Gehört auch noch da rein. Deswegen, Michaels Eiers, yes. Warblu ist hier zu dem Trio dazu. Und jetzt kommen die richtigen Freunde, die Fremden. Weil da, die 18, die sind alle halt bis oben, weil die interagieren halt wirklich jeden Tag. Ich mache jeden Tag meine Interaktion mit allen 18 Accounts. Und jetzt kommen die, die schon ewig dabei sind auf der Freundschaftsliste, aber vielleicht nicht jeden Tag interagieren. Krypto Saphir. Ja. Der Gabriel der Gute mit einem Despot da. Das sieht man auch gleich mal das Level und was die gerade so anhaben. Benny, der Benjamin Engel. Jawohl. 98er Sekrom hier mit Best Buddy Badge. Zack, kennt man. Wunderbar. Biere Benny. Ja. Mit dem Laschoking wirft lässig sein Geschenk vor und zurück. Ramses Raid Party, Latios. Gut, dann ist wahrscheinlich Ramses Raid Party der gesperrt ist und Ramses Raid Mania der noch frei ist. Mit denen habe ich damals ja immer Raids für Zuschauer gemacht. Latios hier drin, deswegen tümmelt er hier davor rum, weil er ja nicht mehr täglich interagieren kann. So, Konstin. Ja. Grüße nach Untermassfeld mit einem Muditalis. Mut, 100, 100er Meditalis, schöne goldene Jacke.
Kennt man auch aus Videos, aus Streams, alles. Hier ist der Hannes. Ivar Scharf 1. Du bist ziemlich weit oben, aber bei dir sehe ich immer, dass wir in letzter Zeit kaum noch interagieren. Ja. Ich dann immer versuche, ein Geschenk zu öffnen, wenn du bei... Weil du ja ziemlich weit oben stehst und wenn ich dann Geschenke öffne, landest du mit A natürlich schnell darin, wo geöffnet wird. Du hast ja wahrscheinlich auch keins von mir, deswegen kannst du gar nicht, aber ich habe immer eins von dir. Also es kommt wenigstens was zurück. Ja, es kommt ja, ich schaue schon jetzt jeden Tag rein und mache auf, wenn ich eins von dir habe und sonst halt anderweitig. Ja. Schaue ich halt immer. Also. Der Hannes hieß ja nicht immer Hannes, davor hieß du? Ramdusch. Aber ist Ramdusch nicht der Kleine? Ja, Ramdusch war eigentlich mein, war der da ja. Und dann habe ich die anderen Ramdusch 1, Ramdusch 2, Ramdusch 3. Also ja, original war es Ramdusch und ich hieß ja Ivar Scharf, alles klein geschrieben. Und als ich Ivar Scharf dann in Ramses der Dicke umbenannt habe, hat er sich dann Ivar Scharf 1 genannt, mit einer 1 hinten und mit einem großen A vorne. Sodass diese Ivar-Reihe mit Ivar Mild, Ivar Pikant, Ivar Kids, Ivar Soft... Ivar, dass es halt irgendwie trotzdem erhalten bleibt und kein anderer irgendwie den Namen klaut, aber es ist ja trotzdem nicht genau der gleiche. Also, ja. Dann haben wir den Frank. Frank ist auch gleich Glücksfreund. Wann wollen wir denn mal tauschen, Frank? Frank kenne ich auch persönlich, ist auch in Videos schon aufgetaucht, rennt hier mit einem Bisaflor rum. So, Sabrina spielt 100 plus W. Wer kennt sie nicht? Kennt ihr alle? Ist Yelp. Hat ein, was für was ist das W? Das ist auf jeden Fall ein Erlös des Sumpex, ja, sieht man. Mach mal schnell weiter. Guck mal, Sabrina kann man keine Kampfanfragen schicken. Ha! Die hat ihr Ding ausgestellt, hat sie Angst zu verlieren oder was? Ja, mach mal schnell weiter. Faustball Basti, den habe ich auf Facebook irgendwo, man sieht, ja. Der Name sagt was. Der ist, glaube ich, auch sehr in der GBL aktiv, hat ja auch die hässliche Mütze auf. Hat ihr ein Bronzon drin, Level Up C-Day, ne? Der achtet sehr auf Punkte und auf Zeugs und auf ein Gewand. Meine Sache, ja. Kennt bestimmt der ein oder andere hier. Auf jeden Fall. Mit einem rosa Shirt mit Blumen drauf, Biala vom Main steht auch direkt da, mit einem Glurak als Buddy. Julchen, klar, mit Fee 100. Ist das einfach ein normales oder ist das ein Shiny? Das sieht... Wahrscheinlich einfach ein 100er Togge Kiss mit Best Buddy Dings. Hat jetzt auch kein Kostüm oder so. Nee. Könnte aber trotzdem ein Shiny sein. Ist das ein. Das sieht aber schon aus wie ein Shiny, oder? Ja, das Shiny ist ja ein bisschen dunkler. Eigentlich müsste das normale ist ja richtig klar weiß. Das sieht ein bisschen. Ja, dann wird es normal sein. Julchen auf jeden Fall passend mit Rucksack und dem Buddy dazu und noch hier Öhrchen jetzt mit einem Togekiss, 100. Riese ja, Bremerhaven. Haben wir auch gesehen am Berlin. In Berlin. Ist er schnell vorbei. Hier mit einem super genialen Schlappohr. In Shiny, auch Level 50 dabei. Ich vergesse schon, was es ging. Es ging eigentlich um die Buddies, genau. Ja. Hab schon gar nicht auf die Buddies geachtet. Paula Emperor mit einem 4-Sterne-Groudon, wie das ausschaut. Eine Hasenhose mit Hasenohren dran. Ja, mach auch meistens bei Abschlussraids oder so mit. Dann haben wir den XY Carsten XY mit Galagladi 100. Spielt Gitarre, ist ein erlöstes Galagladi. Ist auch viel, gerade zum Anfang immer bei Raids vor Ort, wenn ich Community Raid gemacht habe, immer oft dabei gewesen. Auch schon ewig dabei. Dann haben wir den Xtreme mit einem Continental Ding Vivian. Best Buddy Badge, ist das ein 100er? Man weiß es nicht. Die Schleife ist sehr klein, aber ja, hängt da daneben. Hat hier noch eine Wunderkerze an, Xtreme, Grüße gehen raus, ist ja der unsere Map erstellt hat und das ganze Zeug drumherum. Dann haben wir das Mondlicht 0208. Hier, wirft ein bisschen Reis durch die Gegend, wie ein Sumo-Ringer, hat ein Nachtara. Warum dieses Nachtara? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist einfach ein Nachtara drin, ohne Sinn und Verstand. Es war mal zum Entwickeln. Und dann ist es drin geblieben. Und ist halt wieder drin, damit das auch irgendwann mal. Okay. Ja, damit das irgendwann mal steif wird, genau. Eine Schleife bekommt, genau. So, dann haben wir Jenna. Was für ein Zufall. Da liegt, was machst du mit der Matratze? Ist das jetzt ein Sofa oder was?
Da liegt nämlich das Mondlicht und da ist die Jenna und die hat ein Shiny Pandir. Warum haben Sie dieses Shiny Pandir gewählt? Weil ich es ziemlich selten finde für das Shiny und dementsprechend wollte ich es als Bestband machen. Das ist jetzt kein 100er, das ist jetzt kein irgendwie, das ist einfach nur zum Zeigen, dass man das hat. So wie ich manchmal auch dann Buddies, oh, neues Pikachu ist da, habe ich Shiny, nehme ich mal als Buddy. Und 3 Tage später habe ich es bereut, weil das dann halt alles zugemüllt hat in den und immer so angefangen ist. Und naja, macht man sich wieder zu viel Sorgen. Eigentlich soll ein Buddy ja das sein, dass man auch mal zeigen kann, guck mal, was ich gerade Tolles gefangen habe. So, auch wenn man das nicht unbedingt auf Stufe 4 ziehen will. Das, ja, bei dir, aber bei mir die ganzen Pikachus, die brauche ich dann nicht auf Stufe 4. Sonst haben die ja alle Aufkleber am Kopf. Die sollten nur mal zum Zeigen sein, aber habe ich aufgehört, das zu zeigen als Buddy-Zeug. Dann haben wir den Dragonite. Den kennt ihr auch alle. Der ist auch da in der Meininger-Ecke, ist auch Glücksfreund, hat einen Shiny Kangamar mit 96 IV, genau, steht dran. Burkhardt mit FM. Burkhardt ist auch schon lange dabei, hat auch mehrere Accounts, mal Burkhardt 88, 89, irgendwas hin und her. Burkhardt in letzter Zeit, er spielt auf jeden Fall noch, hat seinen FM hier drin, aber irgendwie ist ein bisschen ruhig geworden. Burkhardt, der macht jede Burkhardt, aber letzte Zeit, weiß ich nicht, wo der rumdümmelt. Karizima kennt ihr, Evoli, ja. Aktuell, mit Kirschblütenzeug, okay. Ne? Wahrscheinlich ist das, die Kirschblüten haben sich an dem Kopfhörer hier verhakt und jetzt kann das nicht mehr von der Schulter weichen, weil es einfach festhängt. The Postman 89. Das ist das Sören mit einem Elektrohund. Ja, hat er bestimmt eine Mega-Entwicklung immer auch gemacht. Vielleicht läuft dafür Energie, für sonst was, für noch ein paar Bonbons. Majin Stefan, Dragoran, auch schon ewig dabei. Habe ich auch über Facebook irgendwo drin gehabt, hat hier einen Shiny Dragoran mit Best Party Badge, aber das waren richtig Anfangszeiten. Da war der Hannes noch nicht mal geboren, glaube ich. Da gab es schon das Mädchen Stefan, also Majin, Majin Buu, Stefan. So, ist aber auf jeden Fall noch aktiv und macht sein Ding. Rupersch. Sag mir auch noch was. Ist der Sohn vom Konstin und hat hier ein Mewtwo. Und das ist schon die ganze Geschichte, weil, ja, das Mewtwo sieht richtig groß und brutal aus. Ist das ein XXL? Dann haben wir Dully Squad. Dully Squad war mal in einem Video, wo ich gesagt habe, meine krassesten Kumpels oder nee, mein heftigster Freund oder mein. Ach, da ging es um auf jeden Fall, wo die Erweiterung kam mit dem Level. Dass ja die Punkte nicht mehr angezeigt waren, wenn du auf 40 warst, aber durch die Levelerweiterung wurden die wieder angezeigt auf dem aktuellen Level und wie weit die drüber sind. Und Dully Squad war der mit den meisten Erfahrungspunkten in der ganzen Liste von allen Freunden zusammengerechnet. Der ist also auch immer stark unterwegs, hat ja einen Shiny Relikant als Buddy. Und dann Hashtag No Egg for Up. So heißt der Buddy. Also der braucht keine Eier, der hat schon genug. Genau danach gucken wir ja, nach den Namen der Buddies und nach dem Buddy und irgendwie aber auch nach wer es ist und überhaupt und es wird immer komplizierter. Dann haben wir den RSG Dennis. Steht das immer noch für Rote Stuhlgang? Ja. Mit Hong, hat ein North Face Gucci T-Shirt, hat ein Botogel Shiny mit Schleife am Kopf und da steht Shundo. Müsste also ein 100er Shiny kostümiertes sein. Mit dem habe ich erst Glückstausch gemacht. Dann haben wir Tick Kekslord, Mi 1 Gewaldro, Mi 1 Gewaldro, ist ein Erlöstes oder was? Auf jeden Fall schimmert der ganze Bildschirm. Oh. Kekslord immer, die ganze Tick-Gang immer am Start, hat immer richtig Spaß gemacht, zusammen zu raiden. Dann haben wir den Kok Ursaluna 4. Heißt, glaube ich, auch Heiko, aus der Sula Ecke so irgendwie. Vierer Ursaluna, kräftige Pose. Sieht gut aus. Skinny, unser Wrestling-Fan. Mit einem Shiny Gladiandri. Skinny ist immer im Fanschild mit seinem Randy Orton-Bild. Der auch immer, wenn es um Wrestling geht, immer gut dabei ist. So. Humpen, 29. 100%. Graudon ist gerade auch Glücksfreund. Richtiger Name steht als Spitzname dran. Machen wir schnell weiter, dass wir das nicht sehen. Das darf ja nicht gesagt werden. Elisa Huhn. Kyogre 96,
Das ist der ISWO, ne? Der ISWO. Warum das Elisa-Huhn heißt, das kennen die ISWO-Fans. Lennart! Also wer den nicht kennt, wer ist das? Hat ein Lugia als Buddy. Und das Lugia heißt Ramses 100%. Das erste Mal, dass ich als Buddy erwähnt werde und man weiß, dass das irgendwie aus einem gemeinsamen Raid ist oder bei Raids für Zuschauer, ein Lugia mit 100%. Henry Nicky hat einen Taubsi auf der Schulter. Shiny, oder? Sieht jetzt hier aus wie Professor Willow, einfach Taubsi am Start, alles so. Sehe ich das richtig? Prototyp. Ich sage, es ist kein Shiny. So. Henry Nicky kennt jeder. Es hat gar keinen Schnabel mehr, weil es ist jetzt weg. Dann haben wir die Wodka Hondas mit einem 96er Glaciola als Buddy. Ist auch Glücksfreund. Ist immer sehr interessant gewesen, mit ihr zu tauschen. Da haben wir immer 5 Leute gebraucht, um mit ihr zu tauschen. Wisst ihr das irgendwie? Muss man sich auch mal wieder melden. War, glaube ich, auch immer nur bei Facebook, dass man sie erreicht hat. Da steht auf jeden Fall auch was aus. Der Tick Dreckenhander hat ein 100% Schleimdrachen. Wie heißt das Ding wieder? Viskogon. Ist das das letzte? Ja. Viskogon? Ja. Was kommt davor? Viskora? Wisconsin, genau, die Stadt genau. In Amerika. So. Ist 100%, er ist der Schornsteinfeger. Wir machen schnell weiter. Auf Tixakura mit einem Altaria. Ja, für Mega-Entwicklung, genau. Seht die ganze Tick-Gang. Dann haben wir Jojo. Jojo mit einem 100%igen Shiny Skelabra auf Level 50. Hat hier noch seine Halloween-Laterne und ein ganzes Pikachu-Outfit. Jojo auch ewig dabei, aber in letzter Zeit unsichtbar, sagen wir mal so. Prinz, 100er Togekiss. Da, das ist weiß. Das ist weiß, dann muss das andere von Julchen ein Shiny sein, ja. Shiny mit Best Buddy Bretsch. Siehste, wir wissen doch alles. Prinz, jetzt haben wir Kränk. Kränk hat ein 100 Mezzo als Buddy. Ist also ein Latios als Buddy. Wird ein 100er sein, der hat ja eh alles als 100er. Dann haben wir Kurilidita, ist auch Glücksfreund. Hat ein 100er Haspiroa. Kulidita-Hand, immer hier, ne? Das ist Grüße an Thomas. Netghost, Happy Easter. Netghost mit Shiny Krypto Owei drin, was aussieht einfach wie Critters, wenn ich mir die Augen so angucke und den Gesichtsausdruck. Hat auch ein schönes Hasenkostüm an. Jewel, Top-Kandidat, ist ein Shiny Kyogre, auch Glücksfreund. Da könnte man auch mal tauschen. Ich habe ja heute einen Aufruf gemacht am Freitag, dass sich die Glücksfreunde bitte mal melden, dass wir dann mal tauschen. Ja, dann will ich jetzt wieder was. Faradjan und Wellington ist ein Rüstungs-Mewtwo. Noch dieses ist groß und fett, sieht aus wie der Predator. Ist das jetzt nun offiziell eigentlich, gehört er jetzt nun Tobi oder ist es Spiel Faradjan selber? Da blicke ich immer nicht durch. Wenn, dann darf man das ja auch gar nicht in der Öffentlichkeit erwähnen. Deswegen gucken wir mal zum 1-2-3-Kit. Der hat nämlich hier einen Pikachu zum 5-jährigen Jubiläum in Luft. Oh. Ist das shiny oder ist das normal? Normal. Es könnte auch ein shiny sein. Hannes sagt es normal, ich sage es shiny. Das heißt, es ist auf jeden Fall dabei. Irgendwas. Unter dem, was wir sagen. Weil es kann ja nur das oder das sein. Oliver Lavados. Gala Lavados, ne? Gala. Mit dem komischen Schnabel dran. Oliver ist auch oft dabei, ja. Auch bei Abschlussraids und so sieht man ihn oft. Skandalbarer mit dem Resladero. Dann haben wir blutige Tiere. Bloody Tears. Ne, da steht nur Blood and Tears. Blood and Tears, 100% NM. Ist ein Genesekt. Hat Krampfanfall in der Hand. Kennt man. Ist immer dabei. Immer am Start. Drachek ist auch Glücksfreund. Auch 100% Graudon hier. Können wir weiter. King Hammer. Hahaha. Jenny, was hast du denn wieder gemacht? Was hast du denn wieder gemacht? Hast du mit King Hammer getauscht in letzter Zeit? Hast du ihm was Dickes mit Hut zufällig gegeben? Relaxo mit Hut? Hier. King Hammer kennen wir auch. Grüße gehen raus. Der ein Paket an mich schickt, aber an sich selbst adressiert und es dann wieder zurückgekommen ist zu ihm. Hä? Ich hab's doch gerade zur Post. Wieso kriege ich das jetzt geliefert? Ach so, weil ich meine Adresse eingetragen habe. Ja, kann sein, dass ich es immer getauscht habe, aber ja. Länger her,
Der hat nämlich ein Shiny Relaxo mit Hut als Buddy namens Jenny the Best. Jenny the Best. So, ein Punkt für Jenny, ein Punkt für mich bis jetzt. Mit Namensbuddies. Mal gucken, wer gewinnt. Keine Sorge, ich finde es da nicht. Gut. Master Gossi, kennen wir auch alle, hat einen Simbolara hier am Start. Auch mit dem Namen Level Up C-Day 14. Das ist wichtig. Borki, 100%. Ist Dialga, Borki auch bekannt. Borki vorhin auch wieder mitgemacht. Matze mit dem Zapdos, Prozent. Ja, was denn? Beliebige Prozentzahl einfügen oder was? Matze auch immer am Start. Jeder darf sich aussuchen, was er hat, wie viel Prozent. Schäfe 24, Miniras 100. Da weißt du, was los ist. Fällt mir jetzt erstmal auf, dass er so ein gelbes Herz auf dem Kopf hat. KP Samra, Glücksfreund. Kyogre, ist geläufig, ja. Shiny. Ich dachte immer, Kapi Samra war Mary, aber Mary war ja irgendwie Dings, aber irgendwie so ähnlich. Wenn ich Samra höre und Kapi, das ist doch hier diese Simpli Kamora, genau. Und da hast du Kamo Dings und hier Kapsa und Kapsazin und alle dabei. Also Kapi Samra auch bitte mal melden wegen Tausch. Ansonsten Shiny Kyogre, Strange Schlaf 101 und ein Pandagro. Ist bei den Abschlussrates am Mittwoch immer oft dabei. Die sagt, für eine Interaktion würdest du fix mitmachen. Sind auch oft Glücksfreunde. Lost Lift, auch beim GoFest kennengelernt, also persönlich gesehen, der immer das Mauzi dabei hat als Kuscheltier. Hier mit einem 100% Schlabor mit Blumenkranz, Methylen, 100% Trigefalo. Auf Level 31 oder so, steht auf jeden Fall dahinter. Margo FedEx. Level Up at CD plus Ritsche Z. Fertig. Also in der Raid-Stunde zur mitteleuropäischen Zirkuszeit. Dafür das C für Zirkus, also weil es ja Englisch. Margo FedEx kennt auch jeder. Und hat ein Xerneas, genau, das hat noch gefehlt. Zapdos Annika. Fragezeichen. Lugia Raid? Lugia Raid? Hat jemand Lugia Raid? Sie hat auf jeden Fall einen Igel auf dem Kopf und ein Shiny Bibor als Buddy. Patsch, Reikwarzer. Stimmt, der war auch geläufig. Patsch, ja, kennt man auch. Pitch, Patsch, Putsch. Ein grünes Reikwarzer als Buddy. Skyfall DLC habe ich auch letztens erst Glückstausch gemacht. Meisterliga 100 oder was? Ist auf jeden Fall hier eine Mega bestimmt für. Ein Logok ist ein 100er, kannst du mega entwickeln. Koronika, Glücksfreund. Pandir 4 Sterne, also ein 100er Pandir mit Herzchen. Das Valentins-Pandir als 100er. Koronika, der Lenz ist da. Andy Project mit einem Galalamus Shiny. Auch geläufig. Auch beim GoFest noch gesehen und gemacht. Ja. Mark niemals und Lugia, please, das verstehe ich jetzt nicht. Der hat hier dieses, diese Raupe da, diese Legionärsraupe. Legios. Ja. Als Buddy, auch mit Best Buddy Badge, aber ich denke, der raidet nur in Dortmund. Wie kann er denn dann Lugia, please schreiben? Dann laden die Leute ihn doch eigen zu Raids bei sich. Mark, was tust du? Du musst durchhalten bis zum Schluss. Eins Zidane Malos. On gleich Raid. Thank you. Also wenn es online ist, immer einladen, egal zu was. Steht ja nicht hier 5 Raid oder so. Zidane Malos, auch oft in den Streams dabei. Jetzt sieht man es häufig nur in den, sehr geläufig, ja. in den Dings. So, Graudon, genau. Aluhut. Pro. Auch geläufig. Kyogre 4 Sterne. Best Buddy Badge. Kyogre. Aluhut, genau. Wir erinnern uns an die guten Zeiten mit Pokémon Unite. Iscorp Jens, 100% Mewtwo. Immer die Raidmanias für sich entschieden. Dann sind alle durchgedreht. 0 Max 6. Togekiss 100. Ist das, guck mal, der hat auch die goldene Meile gestern gemacht. So wie der hier rumhammelt. Das ist ein Zombie. Wieder ein Togekiss. 100% Togekiss. Best Buddy. Badge. Wahrscheinlich, weil gerade Meisterliga ist, haben sie alle Togekiss drin und kämpfen damit. Der 0 Max 6 war der, der mir damals mein Relaxo-Kuscheltier geschickt und gesendet hat, was man rumdrehen kann zu einem Ditto oder zu einem Relaxo. Finde ich immer noch richtig genial. Halte ich sehr in Ehren. Mag ich total dieses Teil. Dann haben wir den Gossig 6-6.
mit Pichu KB, hat also auch keinen Bock. Ja, ist das jetzt aber ein Shiny oder nicht? Ist auf jeden Fall frisch aus dem Ei, jetzt aus dem Event, er hält es warm, er hält es fest. Der Gosse gibt ihm den Rest, ist mit dieser Kirschblüte drauf, könnte Shiny sein. Bei Pichu ist es nämlich noch schwerer zu erkennen als beim Pikachu normal. Tick Fight AFK, Tick Fick hat, genau, mit einem 100% Kacksprühl. Also, Tick Gang, Dole Pi, Bruder von Mark, auch ein Meilenmember, hat hier ein 100er Gewaltro drin. Ja, haben wir auch erst getauscht, dann haben wir drei Hardakingo. Sieht man an der Mütze, an einem Gang, das ist ein GBLer, 98er Shiny, die Dialga Best Buddy Badge. Das sagt man nix. Was? Der 3 hat er Kingo? Ja, das sagt man nix. Das ist der Nick. Nick, ach so, jetzt weiß ich's wieder. Also der ist, heißt auf jeden Fall, wenn der Nick und so, der hat ja eigentlich seinen Namen geändert, der hieß, gibt ja viele Nicks, gab ja auch mal Nick der Geile und Nick irgendwas anderes und Nick na genug. Jetzt haben wir Jason aus Selm. Das ist Selal, oder? Ja. Glücksfreund, müsst sich mal melden. Nicht mehr, um die 300 Bilder zu schicken, sondern mal, um zu tauschen. Hat ja auch ein Zoompex drin. Selal, ja, ist immer sehr speziell. Der ist auch sehr geläufig. Taiwa Tiso. Auch geläufig. Mit Level-Up-C-Day-Dings Bruder Landa drin in 4-Sterne-Zeug. Auch Go-Fest-mäßig unterwegs, hallo. Thomas 1981. Das ist der Thomas von der Jewel mit einem Logok. Den sieht aus wie Omas. Omas. Thomas Omas. Das TH habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Das ist also wie Omas. Balu ist am Start. Ja, auch sehr geläufig, ja. Ist Balu eh alles. Balu auch fertig, GBL-mäßig am Start, hin und her, sonst was. Hat ja dieses 100er Tarnel drin in Krypto. War ja letztens auch erst Schocker der Woche. Man sieht auch den Mantel und alles dazu. Hier ist Fatih Tropius. Fatis Paketler, gestern Nacht vor der Tür auf einmal. Tropius, okay. Tropius hat auch den grünen Mantel. Muss mal wieder GBL spielen, ich möchte auch einen grünen Mantel. Jens von X mit 100% Chanera, was Lea heißt. Sagt mir auch nix. Hat, glaube ich, immer so ein Saufpark-User-Bild drin. Albert Giant. War viel da, ist dann jetzt weniger da. Aber er ist noch da. Da war immer viel in den, gerade bei den Pokémon-Streams, wenn wir auf der Switch gezockt haben, war der viel am Start. Level Up Seeder hier auch in Haspiro. Wieso haben die alle jetzt hier Schlappohr? Ja, Schlappohr? Schlappohr? Schlappohr, Schlappohr. Ja, trotzdem. 007 Flex 23. Immer on, immer mal spontan. Wenn du einlädst zu einem Raid, ist er dabei. Alles Resladero 89. Und ja, in den Streams häufig. Hier 27, Alex 92, 100% Max. Ist auch geläufig. Das ist der Aringer, hä? Der immer den Schilling sucht, überall. Kennt man also. Pogehunter. Mit einem Gierspenst. Leider keine Angaben zu IV. Pogehand haben wir auch beim GoFest getroffen. Gearspens als Buddy, mal was Kleines. Stanley hat das Bild von dem Raupi gemalt, was man hinter dir sieht. Da steht sogar hier noch. Von Stanley steht da. Mal gucken, ob man das kurz hier groß machen kann. Seht ihr da hinten? Da ist ein Bild von einem Raupi gemalt. Und da steht in der Ecke links von Stanley. So, hat er mir damals geschickt per Post. Ja, hat ein Solgaleo. Leo. Also gehen wir schnell weiter. Das ist der Chevy. Mit dem habe ich heute meinen Glückstausch noch gemacht. Chevy kennst du ja auch persönlich. War ja auch beim GoFest. Mit einem Lauchzulot 15, 13, 14. FC Mary. Zobiris. FC Mary. Wieso heißt der Mary? FC Fanclub wegen Fußball. Mary wegen dem Hausschwein. 1807 Prinzessin. 100er Dialga. Vom Indie Project. So, okay. Luigi Sarada, Mega P. Steht P für Penis? Was? Aber wieso denn Mega P? Auf jeden Fall ein Shiny Kyogre mit einem Mega P. So, Shiny Hunter. Shiny X Hunter XD. Das hat ein 100% Krypto X. X-Bud. Ja, machen wir schnell weiter. Ramses Gredes. Kriege ich jetzt einen Punkt, weil ich im Namen stehe? Nee, gibt's ihn nur bei Buddies. Gramurks.
auf der Schulter. Tick, Flake, Omega, 96%, Shiny Darkrai, Glücksfreund. Flake, muss ich mal die anderen Ticks fragen, wo es Kontakt hergibt. Koselinchen. Mit einem Galar-Sniebel. Baumlieber, Carbador 100. Aha, ist vom Lennart. Meri 100%. Marmfaxo. Ey, dass die Kleinen immer die ganzen Sachen haben. Mhm. Aber der Ramses hat jetzt auch ein 100er Marmfaxo. So ist es jetzt nicht. Shaggy hat vorhin erst den Raid mitgemacht. Als wir unterwegs waren, hat ja auch ein Togekiss drin, sicherlich für Meisterliga wieder alles. Hat ja auch einen Blumenkranz am Togekiss dran. Flexmann 09, Groudon, Flexmann auch, einer, der es scharf mag. Groudon am Start, Otacon mit Lasho King. Nehmen wir mit, Otacon auch oft dabei. Fernraid Go AMK, Metagross mit 98. Ja, Fernraid Go AMK, Hikaru ist ja auch alles hier, Heigo. Ihr seht, wir sind immer noch bei Best Friends. Ich habe so viele Best Friends, dass ich gar keine anderen Friends habe. Meisterfänger. Kampf 98. Lucario. Julchen. Bowlingboll. 93er. Shiny Groudon. Kennt man auch. Von dem habe ich das iPhone bekommen, was ich dann immer für Raids für Zuschauer genommen habe. Knut Lina. Tarnpignon. Knut Lina ist ja sowas, ja. Ja, war letztens auch, glaube ich, erst... Da ist doch Timo reingekommen, war letztens, glaube ich, auch erst Lucky, haben dann getradet. It's Just Mary, da haben wir sie. Von Simbli Camora zu It's Just Mary. Hallo! Stimmt, das kurz Hallo sagen. Timo ist gerade gekommen, aber wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Leg dich einfach irgendwo in den Raum und zieh die Hose aus, wir kommen gleich dazu. So. Auch Level Up C-Day, 14 Uhr, Grüße an Mary, ja auch bei München. Ja. Wir haben ja Trip auch letztens gesehen. Erst kennengelernt, privat persönlich. Trainer Sir Ups mit einem Marmutel. Trainer Sir Ups habe ich heute getauscht und mit Chevy gestern. Auch immer oft am Start, ja. Ja, ist auch sehr, sehr geläufig. Anamana, ja, auch Glücksfreund. 93er Lamus. Haben wir auch beim GoFest kennengelernt. Und hier? Bin sogar mit beiden Accounts von ihm jetzt Lucky. Muss er nur irgendwann mal tauschen. Okay. Drachenfee, was ja wohl, glaube ich, die Mutter ist. Deswegen habe ich die mir mit X markiert, dass ich weiß, dass das trotzdem mein Hauptaccount ist und nicht irgendein kleiner Nebenaccount von irgendwas anderem. Mit einem 100er Felinara, aber Best Buddy. So, Annelie, Annelei, Dabedi, Dabedi, mit einem Shiny God of War. Und ich habe immer gedacht, es ist die Andrea. Dabei ist es gar nicht die Andrea. Es ist Annelie, Annelei, Dabedi, Dabedi. So, aber da haben wir auch schon ihre Zwillings-Account gefunden. Abu Kugi. Ich weiß, Abu Kugi hat immer so einen Löwen als Profilbild und schreibt immer, ey, mach mal Geschenke auf. Ey, können wir kurz kämpfen? Ey, in der Aktion? Ey. Da ist das sehr bedacht, immer zu interagieren auch. Despota, 4 Sterne. Das ist mir, glaube ich, irgendwie entfallen, aber ne, sagt mir so ab 6. Ich glaube, in den Streams oder bei den Videos oder im Kommentarbereich ist er auch nicht großartig unterwegs. Aber privat mal Hallo und so ist. Ja, Zockermaid, ja. Sagt uns auch was, ja. Zockermaid, Vivian hier am Start. Aquana Grill. Sagt uns auch was. Guck mal, Jakob Haller verfolgt dich jetzt. Haller, Haller. Servus, Grüße gehen raus. Mitten in die Aufnahme reingecrasht. Pikachu knetet sich die. Aquana Grill mit dem God of War, was wohl erlöst ist, sieht man durch das Zeug. Itch2Domo, Hashtag Absol. Kennen wir auch. Sagt uns auch was. So. Ja. Robert 100 da. Sagt uns auch was. Auch God of War, 100 in 50. Kennt auch jeder. Der Biere-Shanga. Level das? Up C-Day 14. Nee, kennen wir auch. Mit dem Kindwurm. Mit kleinen Ärmchen. Ah, jetzt sieht man, es ist ein Erlöstes. Also bestimmt ist es ein 100er. Der Schleier kam einfach so hinterher. Tenyal 93. Number 5 Raid. Hat ein Shiny Groudon. Aber schönes Groudon. Sagt dir nichts. Nee, sagt gut. Nix. Wir haben uns am Anfang so viel Zeit gelassen bei dem Video, dass wir jetzt am Ende schneller machen müssen. Verstehen Sie? Denn gleich klingelt es nochmal und dann kommt noch Pupsi und Marie und dann ist ja komplett alles vorbei. Markus. Mit vielen X, 100% Level 50, Bisaflor, Glücksfreund. Bitte mal melden zum Tauschen. Wir haben so viele Marküsse auch in der Community.
Agi Halmi. Ja, ist auch sehr geläufig. Und inaktiv. Der Buddy ist inaktiv und Glücksfreund. Da wird sich wohl keiner melden. Ja, ich glaube, sie ist im Moment in Reha, weil ich hatte sie mir geschrieben. Okay. Ich habe ja sowieso diese ganzen Halmis, Agi Halmi und Halmi Georg und Ding, das war doch auch alles eine ganze Familie. Ich glaube, ich habe aber wahrscheinlich nur noch Agi Halmi in der Liste. Ich glaube, Halmi Georg oder so und dann ist gar nicht mehr drin. Ja, aber der Name, der war aber sehr geläufig vor. Ja. Agi, jetzt sag mal Fusi, Fusinador, Gardevoir. Der Name ist auch sehr geläufig, ja. Detecting Pock, Bruder Lander, 98, ist das Sondengänger. Der immer rumsondelt und im Dreck rumwühlt. So. Und das Bruderlander kommt und fegt es dann wieder weg. Madu, sie ist 87, at Campfire, ein Shiny Sherox, ist auch gern scharf. Das ist so hängen geblieben. Ja, Blue Grizzly. Blue Grizzly haben wir mit Andreas zusammen auch beim GoFest kennengelernt. 100% hier Lamus oder irgendwas. Bisa Fan Enzo, Level Up C-Day. Ein Hund, Hundemon, Hund, genau, ein Hundemon. Jenna kennt ne persönlich, ist auch, glaube ich, großer Rap- und Hip-Hop-Freund und ist auf dem Splash rumgerannt oder so. War das nicht alles was? Splash? Die Berra Forett, ein Wattzapf, 100 Meter groß, 100%. Erlöst es wahrscheinlich, oder? Da ist ein kleiner Schimmer drauf. Die Berra Forett, ja. Sagt uns auch was, ja. Eins Testzocker. Schon mal gehört den Namen? Ist der Vater von 1 Zidane Malos. 1 Zidane Malos, Vater. Ja, das ist, ich bin immer für. Ihr meldet euch, ihr wisst, Genaya hat sich eine Liste gemacht und hat jede Hintergrundstory aufgeschrieben. Hat ja auch einen Flap der Rix oder sowas, die Weiterentwicklung. Wie heißt die Weiterentwicklung? Was? Aeropterix? Ja. Sie hat sich nicht nur eine Buddy-Liste gemacht, sondern auch eine Liste mit allem. So, eine mit alle. Jens, noch ein Jens. Jens, 100%. Togge Tick mit Kranz, was fliegt. Drehen dazu am Start. Kleingeist, ja. Kleingeist ist Alex aus der Hibo-Gruppe. Obwohl er ja aus Sonneberg der Richtung kommt. 100% Impoleon. Eisentetsch, das ist dann der Vater. Die Mutter. Dann ist Eisendetsch der Vater, sag ich doch. Auch mit Fee 100. Alle vorbereitet für die Meisterliga. Andi 000007. Mit 100% Shiny, Dialga und Best Buddy Badge dran. Der Name ist auch ziemlich. Ja. Burn Down, Steve, Lamus. Kennst du nicht? Nee. Naja, das ist der Steve. So, jetzt kennst du ne. Ja. Cumulus, 100% Gonti hier, also Purmel dabei. Cumulus, der hat auch mehrere Accounts, immer wo hinten die Zahl halt dann anders ist. Mhm. Ist auch in WhatsApp immer aktiv. Du Mann, oh Mann. Auch sehr gelöst, auch vom Andreas hier, auch Glücksfreund immer noch. Auch ein Lamus 96 drin. Ich glaube, das hat er bei Anamana auch schon gehabt. Pubi Bunny. Sagt uns auch was. Der T-Rex Monagoras oder wie das? Pubi Bunny, genau. Was gehört zu Pubi Bunny? Chrissy. Und was noch? Nix, der Rest ist anders. Ist ich dachte immer, das waren 30 Leute in einem Sack und jetzt sind es trotzdem nur zwei. Ich kenne nur die Chrissy-Chrissy-Pubi-Bunny-Kombination. Diese Kombination. Shiny-Freund, Requarzer. Klotzi-Dachi, Registil, 100%. Shiny, habe ich auch mit X gekennzeichnet, war wichtig. Der Mann, dem die Frauen vertrauen, oder ich zumindest. Chrissy-Chrissy haben wir hier mit für die Nara. Was wir ja zum Puppy Bunny eben schon dazu hatten. Kuli Uhuwe. Shiny Bruderlander. Ist halt ein kleiner von Kuli, deswegen versuche ich da nicht in erster Linie zu interagieren, sondern immer hauptsächlich mit den Hauptaccounts. Master Martin. Sagt uns auch was, ja. Krypto. Mewtwo. Am Start. Killer Phantom X. Richter Marcel, ne? 100% Resladero. Da hat er aber Glück gehabt. Dass bei einem Tausch das direkt so wurde. Oder er wohnt da. Hamburger Truller Rüdiger. Da fühlt sich der Thomas angesprochen. Ein Shiny. Was ist vom.
Mir ist es schon komplett zu unruhig alles hier, deswegen bin ich. Ein Grifeldis kann es sein, genau, das wird es sein. Sieht gut aus, sieht man auch selten. Wer hat schon sowas als Buddy? Wahrscheinlich kaum jemand. Hikaru, da haben wir es wieder. Shiny Lamus. Nochmal, also Hygo. Dann haben wir hier David und Kathy, Groudon. IV, man weiß es nicht genau. David und Kathy, glaube ich, immer mit Stone Cold Steve Austin User-Build, also ja, auch wieder Wrestling am Start. The Amazing Shot, 11 Uhr Level Up, mit einem Shiny Rayquaza. Toru Koseki, mit Walnüsschen. Ein kleiner Kaktus, kennen wir alle, auch vom GoFest. Schockerfee, Evoli 100, mit Best Buddy Badge und Mütze, also Hut, auf dem Kopf. Oh, zweiter Punkt für mich. Miku mit Ramses, Shiny Rayquaza. Also 2-1 gegen Shania. Gucken, ob noch was kommt. Kurfürst, 100% Mega 1. Ist auch ein älterer Herr, ist aber aktiv. Also ich öffne jeden Tag und jeden Tag kommt direkt wieder was hinterher. Haben auch schon mal einen Lucky Trade gemacht. Holmes Sherlock hier, Shiny Evoli. Mit irgendwelchen Random EV und ohne Kostüm. Black Drains sagt dir nix. Sagt mir auch nichts. Sagt mir nämlich auch nichts. Obwohl, der ist auch sehr aktiv und ist oft in den Streams dabei, aber wüsste ich jetzt gar nicht, wie man den erreicht. 100%. Gengar. Ja, deswegen lese ich den Namen jeden Tag und weiß nicht, wer es ist. Ja, eben Namen hört man schon, aber. Tote Oma ist auch Glücksfreund. Tote Oma, Shiny Groudon. Haben wir auch in Berlin kennengelernt, ja, genau. Kurvi Diva, Shiny Gewaldro. Ist wieder von Kurli halt ein. Hier, Brezel. Brezel Queen, auch kennengelernt. Das ist also die Zwillingsschwester von der Bianca sozusagen. Mit einem AAA 2 Sternchen Ass 49. Krypto, Vulnona. Brezel Queen, Sedi Fanboy. 100er Mewtwo, Best Buddy Badge. Ist eigentlich auch bekannt. City. Vor Bro X Jenner. Sagt mir nix. Mit Krypto Kikli. Häkel Tussi. Mit Roselia. Shiny. Die haben alle drei hier Vivi dran stehen als Namen, weil die mir geholfen haben, die Vivian-Medaille zu vergolden. Viva la Ramses. 100% Graulon, mega Graulon, ja, wie heißt sein Buddy? Mit dem Stein, der Blöde. Alienmon, genau, mit Gestein drin. So, dann haben wir Akribi, Galafleckmon. Erzengel Michael. Gefühlt auch bei jedem Raid in der Raid-Gruppe immer dabei gewesen. Das wird jetzt sicherlich anders sein. Marmutel mit Best Buddy Badge. Brotpilot Lima, Skelabra, wo ich letztens noch gesagt habe, ja, der Brotpilot Meister und der Brotpilot Lima, den einen habe ich drin, den anderen nicht, da dachte ich immer, das ist der, dann lösche ich den falschen, dann habe ich den neuen wieder da, also es gibt zwei Brote in der Liste, okay, normal, Speck, I don't egg, mit Kyokre, mit dem, der hat auch das letztes Jahr zum GoFest ein Shiny Pikachu gewonnen und jetzt dieses Jahr kurz vorm GoFest hat er es endlich abgeholt, okay, weil er ja erst auf Best Buddy, wir wollen auf beste Freunde leveln und dann wollten wir Glücksfreunde werden und dann wollte er erst seinen Gewinn haben. Und das hat jetzt auch endlich geklappt. Toxic und Regiram. Toxic sehr aktiv gewesen immer, letzte Zeit nicht mehr so präsent, aber er spielt auf jeden Fall noch. Aliton vom Baloo. Der Baba Shango mit einem Tauboss. Kennst du, Hannes? Ja, Name ist geläufig, aber. Senfine, 100%. Der Name ist auch sehr geläufig gewesen. Denkst du auch, ist eine Dame, ist aber ein Herr, der gern Senf isst, okay, und mit Bienen verfeinert den, okay, Senf, dass der süßlich schmeckt, so Honigsenf und jetzt wisst ihr, wo es herkommt. 100% Bruder Landa. Kamadro. 100er Dialga, Best Buddy Badge. Kamadro auch sehr aktiv, aber sehe ich. Sagt mir gar nichts. Obwohl Kamadro, warte mal, ich habe letztens, als mich einer angeschrieben hat und der dann, ja, wir wollen mal tauschen, ich ja, und dann plötzlich sehe ich im Tauschbildschirm steht Kamadro und ich denke, du bist Kamadro? Also, es ist jemand, der sehr geläufig ist. Okay. Immer um dich rum,
Aber wenn ich Camatro lese, denke ich immer, der ist aktiver, ich wüsste jetzt nicht, wer es war. Aber es ist jemand, doch, den haben, glaube ich, alle auf dem Schirm. Ihr wisst nur nicht, dass er es ist. Ist also Undercover Agent. Ricardo mit Ho-Oh, Apex. Fallout Pie Boy, immer noch vom Sondengänger. Bruder Landa, 96, Shiny. Ab ins Tierheim, 100er Glurak, Level 50. Der ist auch. Mal gehört, den Namen. Der ist auch gut drauf, Hannes. Hosenmops, Grizzy 4 Sternchen, FM, Shiny. Okay. Hosenmops, ja, heißt, glaube ich, ist, glaube ich, die Claudia. So. Gaspar Kopfine und Houdin, ein erlöstes Simsala. Gaspar Kopfine müsste auch aus dem österreichischen Raum kommen. Ja, der Name ist auch so. Ayabjörn 91 mit 96% Effe. Shiny Graudon. Amikosi. Ja. Der die Amikosi-Sosi damals geschickt hat. Solga Leo hier am Start. Amikosi wollte ja auch nochmal Soßen machen, aber oh, bis jetzt noch nichts. Ich hoffe, der schickt die dann nicht einfach an die Adresse, sonst muss die Vanessa die dann essen. Das ist eine sehr gute Idee. Thomas hat das Kind jetzt im Zimmer eingesperrt und an die Heizung gefesselt. 22, Michael 12, Melmetal 100. Ja. Irgendwie sagt es mir was, aber irgendwie wüsste ich jetzt gerade auch gar nicht. Heißt wahrscheinlich genauso bei Telegram. Pfirsich Schatzi, Level Up, C-Day, Carbador. Ein ziemlich großes, fettes Carbador, so wie das hier aussieht. Cookies Mama. Okay. Das ist bestimmt die Mama vom Cookie. Ja, von 1 Zigarren. So, haben wir also okay, Vater, mir, Mutter und noch mehr. Mit auch Solga Leo hier am Start. Die Familie beisammen. Das ist schön, wenn man so eine Familie hat, wo jeder spielt. Dandro 26 mit dem Regi Rock. Serkan Schau und Kyogre. Hat mir damals unglaublich geholfen. Shiny Incognito zu traden. Hat deswegen immer ein Stein im Brett. Darf ich gar nicht löschen. Shiny Kyogre am Start. Der ist aber auch noch sehr im Hinterkopf drin halt bei mir. Der Name war auch schon oft da. Serkan. Erinnert mich an den Sänger von System of a Down. Serkan Schau, so hieß der bestimmt. Der hat einen ganz anderen Namen, aber irgendwie muss ich gerade dran denken. Dann haben wir Rexy mit dem 100er Glurak auf 41,5. Okay. Dann haben wir Kabi Knusper, auch Glücksfreund, mit dem 100er Sumpex. Dann haben wir Lohaya Town mit dem God of War CM. Das ist der Mike. Und wo ist der Jens? Pennerbeutel. Pennerbeutel sammelt natürlich auch Shiny Luckies und das ganze Zeug drumherum. H87. Und der sammelt natürlich auch Legendäre auf 1. Mit dem muss ich immer ganz spezielle Trades machen. Pius. 1312. Pius Madibar ist auch, glaube ich, was so zusammengehört. 100% Taubsi. Das könnte Shiny sein. Weil das hat jetzt den gelben Schnabel, wovon der Thomas vorhin geredet hat. Zelda Rexblazer 100. Stesina kennen wir vom GoFest. Seraph 007 mit Absol wohl 100 mit Brille. Daniel Schilling. Kennen wir nicht. Was hat er jetzt denn an? Mit einem Graudon und abgespaceden Weltraum-Outfit. Das ist dieser Schlingel von Spieletrend Productions. Okay. Westkurve 1 FCK und Melodic. Shiny. Schnell weiter. Herr Kuchen. War das nicht der? Was macht Herr Kuchen? Gab es nicht mal einen VBT-Battle-Rapper, der Herr Kuchen hieß? Und dann sagen alle, der ist von Sabrina. Die hat ihn also erschaffen. Der hat hier ein 100%iges Sitka drin. Mit Katapult, Steinkante wahrscheinlich, Despo da. Und einer richtig pangigen Hose dazu. Ludinho müsste auch vom GoFest gewesen sein. Glücksfreund hier drauf. Was ist denn? Ei. Ein Ei. Thomas hat ein Ei. So. Markus 1702 noch mit Shiny Riolu. Ist ja jetzt gerade im Event, was man häufiger brüten kann. 1 Kommandant gehört also zum Margo FedEx. Ja. Mit einem auch Sumpex hier. Dann die Raiffeisenbank, wie wir immer gesagt haben. 96er Sherox. Specki 100. Nicht Speck, aber Specki. 100er Bruder Landa. Black Viber Cat mit einem Gala Porenda könnte auch ein Shiny sein. Die sehen ja auch kaum anders aus. Dennis, also Monolog,
mit einem Gala Lavados, Candy Shop mit einem, ist es shiny? Ist es nicht shiny? Togge. Nee, ich glaube, das ist kein shiny. Togge Tick auf jeden Fall. Da sind ja die Zeichen auf dem Bauch dann anders. Hat auf jeden Fall einen Blütenkranz. Der Christian 100%. Saba. Das Saba-Ding, genau. Hat er hier am Start. Ich glaube, ich breche gleich hier hin. Es wird immer schlechter von Pokémon zu Pokémon. Mr. Hassini ist auch Glücksfreund. Hat hier ein Giratina drin. In Shiny. Mit Flügeln und Beinen. Pyrokoga, das ist der Kevin. Der hat das gute, die große Flasche Bier geschickt, die ich mit Brösel getestet habe. Okay. Was 3 Jahre geschäumt hat, weil es wahrscheinlich schon nicht mehr gut war. Das gab ordentlich Durchschiss dann. Pyrokoga hat WHL Rang 10F, ein Evoli. Scheint wohl auch GBL-mäßig immer gut unterwegs zu sein. Sherry Sarada mit Twins World, einem Regiram, Shiny, Sherry Sarada, Luigi Sarada, die Sarada-Bande, wie ich immer gesagt habe. Grieki mit einem, ist auch Glücksfreund, mit einem Apex Lugia wohl auch, was hier irgendwie richtig böse aussieht. Ich wusste gar nicht, dass er so einen extrem schwarzen Nebel hat. Ich dachte, das ist immer alles so lila. Master Chocobra, please open level. Ist auch von Master Gossi. Hier ein Purmel zu sehen. Deku mit Ria 6, 100% Kyokre. Sagt mir auch nichts. Deku, oft in Streams dabei. Lady Butterfly, auch von der Sandra. Wieder please open, selbe Beschreibung, auch wieder ein Purmel. Linus, Rayquaza, 100%. Hafer Expression, also HVX Perion, 100% Kindwurm. Das ist wie bei Bierschanga. Es ist aber nicht erlöst. Nö, kommt nichts dazu. Die Hafer Expression ist einer der ersten, der mit mir bei Campfire dann geschrieben hat. Dann haben wir Chill Boris mit einem Shiny Krypto Ursaring. Einfach Ursaring. Smoke Energy. Iziet Kyokre, der hat mir auch mal ein Shiny Incognito gegönnt. Dann aber den Shinux. Ja, sagt uns was. Das ist aber kein Apex, das ist ein normales Krypto, wie es ausschaut. Ja, haben wir auch gekannt. Schön Polenbier-Tasting, ne? Niklas, 96er Dialga. Der ärgert mich immer und schmeißt mich immer aus meiner Heimarena raus. Terrorzwerg. Ja, der Name ist auch. Jochen. Bekannt. Der gute Jochen immer, der immer Raids machen will, dort und dort und dort. Lad mal dorthin ein und dort und hier. Auch Glücksfreund. Mal gucken, wann der sich meldet und ob man mit dem tauschen kann. Moritz Ruh. Meltern. Obidugia. Obidugia. Meter groß. GBL. Moritz Ruh ist aber auch eigentlich oft dabei in letzter Zeit. Der Obi, der hat ja seinen eigenen Kanal. Pubek hier mit einem Dialga nochmal. Der kleine Lolli mit einem Carbador. Jason mit einem Shundo Pichu, aber ohne Kostüm. Kaiser Kai Kyokre, Shiny. Tiso Daiwa, sagt ihr, genau. Ja. Knagrak am Start. Senpai. Shadow 21. Samazenta. T-Tomic mit Gumi. 150. Es ist ein Gumi. Lass mal so stehen. T immer gut. Benny aus Erfurt. EF. Glücksfreund. Mewtwo. Best Buddy Badge. Da bitte auch mal melden wegen Tausch. Philipp J. Evoli mit Blumenkranz. Zamob. Lajoking. Ah. Disco Pogo, der hat auch in den Raid Manias zum Schluss richtig gut mitgemacht, aber jetzt ist das ganze Ding wahrscheinlich vorbei. Warum sagt man trotzdem nichts? Den lese ich auch, wenn, dann nur in der Raid Mania, wenn er mal einlädt. Falls es demnächst nochmal dazu kommt. 100% Krypto Sandan, Alola-Version, sitzt da und riecht. Feuerwehrfra, kennst du wieder. Ja. Schwester von Baloo. So. Ja, das ist die Laura. Mit einem blauen Schmetterling. Also auch hier ein Vivian zu sehen. Almhorsti. Dann haben wir ja doch was. Das gehört doch bestimmt zu Agi Halmi, ne? Almhorsti. Mit Reik. Der Vater von Master Martin.
Ja, na gut. Da gibt, nehm den Zusammenhang und lösch den einfach. Es gibt keinen Zusammenhang mehr. Wo ist Georg Halmi? Der hätte aber zu Agi Halmi gehört, aber habe ich nicht mehr in der List. Kaktussen, Glücksfreund. Kryptomamudel. Das ist eine Dame. Da steckt ja das Wort Tussi drin. Niki Luff, Tiffany, ein Hirspenst. Kennst du? Hat vorhin erst den Raid mit uns zusammen gemacht. Ja, ist eigentlich vom Henry. Schnitzelmann. Sagt du doch was zum Namen? War Henry schon? Ja, doch. Henry müsste ja ganz am Anfang mitgekommen sein. Ja, ja. Schnitzelmann 007, der kommt, glaube ich, auch aus der schmalkalten Meininger Gegend. Mit einem Lascho-King. Andy Mask. Mit dem hat Shinaya, glaube ich, erst einen Glückstausch machen müssen. Hat hier Shiny Kyogre drin. 98. Dann haben wir Matzo Fix. Mit dem Mega-Bruderlander. Den habe ich auch erst gelöscht, gesagt, ja, weiß ich doch nicht, wo man den findet. Dann hat er mich direkt angeschrieben, hier bin ich jetzt für weitere Sachen. Und ich, ah, jetzt muss ich den wieder annehmen. Gerhard ist auch oft dabei bei Abschlussraids oder so. Mit einem Logok auch drin. Bazooka, den haben wir auch beim GoFest kennengelernt. Der ja. War von Berlin Tag und Nacht. Hier ein Gengar. Blauer Blitz und Purmel. Hat mir auch ein Shiny Incognito gegeben. Bin ich auch ewig dankbar. Weiß ich gar nicht, was, ob da noch was offen ist. Ob wir bei Glücksfreunden auch mal irgendwas Krasses machen wollten. GW Kyla. Der Name ist auch sehr geläufig. Ich glaube, GW Kyla gehört auch mit zu Madu. Und ist Glücksfreund und heißt, wir müssen mal tauschen. Hat ein Graudon gehabt. Prinzessin. Prinz ist weg, Prinzessin ist da. 100er Mewtwo. Best Buddy Badge. Nochmal von der Tick-Gang, Sayuri, was aber nicht Tick im Namen trägt, aber auch ein anderer Account noch ist, der dazugehört, mit einem Ampharos. Dann haben wir Yoda, mit einem Pikachu auf der Schulter, einfach so. Leon Maurice, 2004, 98er Mewtwo, hat ja extra in der letzten Raid Mania gesagt, weil es aus Traditionsgründen und so, mache ich auch mal einen Raid mit. So, hat immer gesagt, ich soll ihn löschen, jetzt ist er mittlerweile Best Friend. Lieschen, 158. Das war die mit der Pause. Lieschen? Nee, das war die Lisa. Ach doch, Lisa. Also nicht Lieschen, sondern Lisa. Hat ein 100er Kyogre. Und irgendjemand hatte mal was am Buddy stehen wegen einer Pause oder so. Mac Maggie haben wir auch kennengelernt. Ja, Lisa hat eher App gelöscht geschrieben, aber ich glaube, sie ist mittlerweile. Ach so, App gelöscht, ja. Da hieß der Buddy einfach App gelöscht. Ja, okay. Das war's. Hier auch Glücksfreund, Mac Maggie, Ursaring, drin, mit Herz, Patrick Carter, 100% Graudon, Best Buddy Batch, Bitur, der liegt hier irgendwo in der Ecke auf dem Boden, Austos, Shiny, Timo, Samyang Hot Spicy, Fleckmon, Shiny, Galar, vom King Hammer, hat er gewonnen, den Account, glaube ich, zumindest kann ich mich so an irgendwas erinnern. Shiny Schlumpf gehört zu, ist auch immer in der Lobby mit drin, wenn Person X einlädt, aber wer ist Person X? Weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall gehört das mit irgendwo rein. Hat ja auch 100% Monetigo drin, also auch alles sehr aktuell und brutal. Dixon, Purmel E, aus Römhild, haben wir in letzter Zeit immer bei den Top Raids mal angetroffen, so ein richtig stämmiger, brutaler, heftiger, sympathischer Mann, der auch mit Sohn und so immer unterwegs ist. Ja, das heißt, wenn die demnächst kommen und Top-Raids machen, bin ich ja gar nicht mehr da. Stehen die wieder alleine da, die Armen. Jetzt, wo man mal vor Ort jemanden gesehen hat. Rudi Russelix, 100er Traumado. Unrumgefuchtel, Schweinenase. Neues Gelb, gehört zu Bowling Ball. 98er, Sumpex. The David Star, der immer jede Woche aus der Liste fliegt und immer vor der Raid Mania schnell wieder eine Anfrage schickt und mit reingeht. Aber diesmal habe ich nur drin gelassen. Mit einem Hupa. Nehmen wir mit, lassen wir drin. Sind immer noch Best Friends, alles hier. Boah. Brotpilotmeister, ich habe gesagt, wir haben zwei Brote. 100er, Despoda. Schatzi 11. War auch da mit einem Blaumann und mit seiner Powerbank und der mir das eine Gotcha da gelassen hat, hat mal einen Bierbeutel mitgebracht, Schatzi 11. Ja, seitdem gefühlt nicht mehr so viel gesehen, aber immer noch in der Liste, trotzdem aktiv, mal gucken, wie es da weitergeht. 100% A.
vorbelastet und Pusher hat ja auch ein Krypto Mewtwo drin, ist ja jetzt auch wieder zurückgekommen. Ja. Der ist in der WhatsApp-Gruppe immer drin und ja, hat mal eine Pause gemacht, ist jetzt wieder da, versucht jetzt wieder. Hannes, mein Name. Nee. Das ist hier der Menas Moos Boy, der Honey. Und das ist zufällig auch dein Name. Siehst du, du hast auch einen Namen, hast auch einen Punkt heute gekriegt. Mit einem Kirlia und Umbrella-Zeichen hinten dran. Shiny, mit Kostüm. Ramses die Fee. Galalavados. Exini mit JVA Waldeck. Der sagt mir auch gar nichts. Mit Shiny Duke, ja. Das ist der, der immer sagt, er ist im Gefängnis und er macht kurz den Raid und dann muss er das Handy wieder abgeben. Deswegen heißt sein Shiny Luke ja auch einfach JVA Waldeck. Weißt du Bescheid? Mieser Bug mit Dino und mit sonst nix. Also schnell weiter. You Can't Escape 87 von Bierschanga da, der Kollege. Togepi. Oh, wir sind nicht mehr bei den Best Friends. Das heißt, es ist bald zu Ende. Alf vom Melmac. Bandimos. Gala. Shiny. Kurz vor Best Friends. Betty. Betty ist, glaube ich, der andere Account von Alpha Melmac, weil die, glaube ich, zusammengehören. 100er Palkia. Champ mit Zahlen. Pandia, auch kurz vor Best Friends. Kaisi der Erste, gehört zu Paula Emperor. 96er Garados. King Zapdos, der auch immer King Arctos und King Lavados hatte, der in letzter Zeit wieder häufiger reinkommt und schreibt, Servus, Ramses, alte Kanone. Das ist der Rainer GTI im Stream. Und der heißt hier im Spiel natürlich King Zapdos. 100% Shiny Ho-Oh. Maxi Hip ist noch gar nicht so lang dabei, steht deshalb kurz vor Best Friends, ist neu in der Liste mit drin und rennt einmal durch. Kyokre, Proto, Shiny am Start. Schnurzelchen 63 mit einem Gala. Zapdos. 4U Wax 86, 100% Octillerie. Rode Flucht, You Can Open. Da haben wir ja auch. Flucht, Frucht, Furcht, Dings, immer alles dabei, You Can Open, also hier Rex Blizzard. Dann haben wir Bitza mit Mewtwo 80, weil es auch Krypto ist. Bitza wollte ja auch ein bisschen ruhiger machen, zurücktreten, in den Urlaub fahren, sagen wir mal, 10 Jahre, aber trotzdem weiter irgendwie am Kanal rumhängen. Katsuma Tiger, Knarksel, so Pfirsich, Porus Williso, müsste noch zum Brainy mitgehören. Vishu. Garados Pro. Zapdos. Auch Gala. Sieht gut aus, wenn das so daneben steht. Spüle Trend. Hat ja nicht auch der King Hammer gewonnen, weil der irgendwie jeden Account gewinnt. Krypto Despoda. Bisa Fan TV. 100er Garados mit Best Buddy Badge. Grüße gehen raus. Der ist schon auch gefühlt seit dem ersten Tag in meiner Liste und hat es noch nicht geschafft, auf Best Friends zu gehen. Aber den lässt man natürlich gern drin. Raid Schleuser 1, Metagross, 4 Sterne, 100%, Best Buddy Badge. Raid Schleuser war, glaube ich, vom NetGhost noch ein Account. Faxe, Raid Eric, steht auch Fifi dran, wisst ihr ja, was das heißt. Shiny Somnivora. Puma Girly, Makabaya, Shiny Gala, glaube ich. Mango Nummer 5 gehört zu Pizza mit einem 100er B-Bore. Barbaren-Tobi, 15, 100er Meter groß. Auch schon 100 Mal in der Liste. Dann mal wieder nicht, dann wieder doch. Macedonia Forever, Shiny Garados. SMGTWEI, Monetigo, der immer reinkommt. Und der Pascal ist das, glaube ich. Der spendet, fragt dann, darf ich mitmachen? Ich, ja, Edde, schnell, wie ist denn dein Name? Dann spendet er noch dreimal, dann... Der haut immer das ganze Geld um sich, aber der läuft ja auch mit Monetigo, da geht das schon. Und dann immer dieser SMG, T, wie, why, wo. Jepandi gehört zu Rexi, Wa, Skelabra, 143. Olonix. Lucario, vor allem 187, Bruder. Sribwood, das Treibholz mit Voldrian. Nee, kein Treibholz. Jörg 91, Amarino 85, unser Trödelmann, 002 Envy, Raikwarzer,
27 Excavator 9650 Trigefallo 96. Okay, Excavator hat ja auch Excavator und Excavator 2 Account. Shepandi 2 zu Shepandi 1. Snobilicat 100 Level 38. Das ist auch zu Reike gehören. Mann, Tick Zari 100er Gala Fleckmon. Hannes kann es 4. 100% zweier Attacken Garados. Gut. Hannes wird öfters erwähnt als alles andere. Jarl Ragnarsson, Flunschlick, 100% Shiny. Der Name hört sich aber cool an. Klingt wie ein Wikinger, gell? Besten Bit, Dr. Best, Garados, 100 Sekunden. Lady Gaga, war das auch vom Brainy? Die Frau vom Otakon, ja, genau. Da war ja irgendwas. Wird natürlich wie immer verwechselt mit Kapilz. Wusste ja nie was wie wo. Werde ich mir weiterhin nicht merken. Muss man mir immer wieder neu aufrufen. Salvast, Toggetick. Ich höre keiner, der mehr bietet. Deswegen André Speck. Also André ist Speck. 100% Labras mit Schleife. André Speck war auch schon lange nicht mehr in den Streams, oder? Nee. Konnte ich den Namen nicht absichtlich blöd aussprechen. Mega Graudon, 100%. Latios, Shiny. Mystical Black, Gengar, Miku. Name, aber sagt man nichts. Hat vorhin erst beim Raid mit uns mitgemacht. Hannes. Hier, guck mal, Burekart 89, da ist der andere Burekart. Ja. Wahrscheinlich ist das der. Nee, das ist ein kleiner. Den einen hat er ja behalten und mit dem haben wir neu gelevelt. Der ist jetzt wieder vorne drin. Badhead PvP off mit Krypto, God of War. Hier Burkhardt hatte Mamude, hab ich gar nicht gesagt. BTTR1988 sitzt immer noch hier unten und heißt Timo. Mit einem Monetigo. Ein Monetimo. Zu Wild 1, erlöstes Arbok. Beyblade Junge mit Scharfax. Gab's Beyblade Junge und Beyblade Vater und Beyblade Mama und ich glaube, den Jungen habe ich noch und den Rest wahrscheinlich nicht. Juenda 345, Melmetal, komische Werte. Schnorchileon, Mewtwo, Johannes Beere, ist schon wieder Hannes drin. Lugia, ihr seht, je weiter unten wir sind, sind dann eher relativ neue Leute oder neue Leute, ja. Leute ohne Bezug, ne? Ohne Decke und Kissen und ohne Bezug. BTVX, sitzt immer noch hier unten. 1996. Shiny Garados. Da kennt man ihn Bezug dann doch wieder. Tick Mysterion 94. 100er Knackrack. Leia Soraya. Tauboss. Rode Fuchtel. Open SN Kick. Da kommt auch sehr bekannt vor, der Name irgendwie. Tauboss. Mo, Ma, Elf, Altaria, Mega, Shiny. 2018 AMK. Das ging doch schon nach Heigo. So Fanrate Go AMK, nur halt 2018 AMK mit Tektas. Darf Dreier und Bibor. Tim der Pro XD, Invite Me Raids mit Knarxel. Die Jenny S mit Imantis. Toni Goku und Porenda, der rennt auch immer auf den Trödelmärkten rum und kauft da alles mögliche Zeug und macht Videos darüber, was er da gefunden hat. Kann er mal hier vorbeikommen. Mach ich guten Preis. Bauchi 89 mit Iviltal. Jetzt rutscht doch da nicht hoch. Rafi Shango ja, mit... Der Name ist auch sehr geläufig. Der ist überall. Mit Dabi als Buddy. Thomas guckt total begeistert. Guck. Dabi! Also das war ein Rüstungs-Mewtwo. Ja, ja, Jaxa. Hat auch in der letzten Raid Mania bei einem Abschluss-Raid mitgemacht. 98er Groudon. Der Name ist auch sehr geläufig, ja. Engelchen Elf. Kommt eigentlich hier so aus der Bad Rodach, Dings, Hibu, irgendwas. Da arbeitet, da wohnt, da irgendwas. War eigentlich immer bei den Raids hier mit dabei. Ist immer noch in der Liste drin. Entweder ging es da nicht weiter oder wir haben mal neu gelevelt, ich weiß es nicht. Mit einem Reißlaus. Reißlaus, Reißaus.
Was ist hier? Wisch. O, rote Furcht. Nach Fuchtel und Frucht. Furcht. Auch Toggekiss, da wird gekämpft. Eddie 88, das klingt nice. Mit einem Krypto, Shiny, Best Buddy, Batch, Marollo. Hitne 55, gehört auch zur roten Frucht, Furcht, Fruchtel. Okay. Mit dem Erlösten, Stollos. Kuder, Latios. Mike Strider mit einem Giratina. Trainer mit einem Kill Baulitz. Nicht Bill Kaulitz, sondern Kill Baulitz. Cooler Name ist ein Mew. So. Dann haben wir Ixi Trixi. Ja, okay, 15 mit einem Gala Fleckmon. Zwei Lucario-Fans. Schlappohr. Mit Kostüm. Ice Scorpions. Y. Pion Scorer. Damit hat er auch wieder Punkte geholt. Jey Uso. Was, wer? J-U-X, Felinara, Armenius, Evoli, Shiny, Kirschblüten, Neu, Frisch, Paul ist lustig, das ist der Versicherer. Ah, okay. Gengar, Level 26, Sandsturm, ist leider in letzter Zeit auch sehr inaktiv, aber Schule geht vor, Schule ist das Wichtigste, deswegen Despoda Shiny. Trainer MVX, also auch aus dem Maßregelvollzug, war GoFest 21 hier, Kyogre. Pimmelise, schöner Name. Pam Pam als Buddy. Toxmox, das klingt wie Momox, die App, wo ihr eure gebrauchten Sachen hinpackt. Auch Groudon. Dann haben wir Brutu mit Giratina 100% fliegend. Mofoka. Dragoran 91. Kurz davor, Schizoran, Garados, 100, Tobinski, Graudon, Velox, 321, Carbador. Was ist denn jetzt hier? Zimtstern, das gehört auch zu Pfirsich. Ja. Actelias, Shiny, Gala. It's Steven, nicht It's a Mario, It's a 100% Rayquaza. King Louis, Meltan. Stefan Andres, hat vorhin auch mitgemacht beim Raid. Felinara mit Kostüm. Ja, Wulli Mulli, Shiny Glurak. Rosine 1, 100% Dings. Ja, je länger die jetzt hier labern und mich ablenken, desto länger dauert's. Aber die diskutieren ja lieber darum und müssen jetzt noch Streit anfangen. Das ist jedes Mal, ist ja ganz logisch, aber es geht halt nicht anders. It's DN PvP und D, Shiny. Dings. Psyana, jetzt haben wir es. Psyana, genau. Der Tod. Kyogre. Nick Cave 2. Evoli. Kostüm. Ronchik. Rihonyo, 100%, XQ, Gardevoir, Huf, 420, Vit mit Brokkolos, Onkel Busfahrer, Rayquazer, er fährt Bus, ne, wie NetGhost, also ist auch Busfahrer, da können die sich wieder, Basti, Ursa Luna, Schnurzelpuh, 36, ist das auch Pfirsich, das andere war Schnurzelchen, das ist aber sehr nett, aber Puh dazu. Garados. Son Gohan ist auch relativ frisch drin. Macht auch viel Raids mit. Dragonier. Quiet Steak. Mewtwo. Krypto. Young Yubi. Mega. Gardevoir. Ich sag, Hannes, ich kann dich schon gar nicht mehr mit integrieren hier, weil das Rumgetuschel mich nervös macht. Und deswegen müssen wir uns beeilen. Baby Krei. Xita Sengs, wer auch immer das ist, Shiny Lugia. Ja, wie gesagt, die ganzen restlichen Namen von unten her. Stimmt auch durch den Tausch. Billy Buslol. Garados 91. Noch ein Busfahrer. Mini Meier. Prodo. Kyogre. 98. 50 mit Balgoras. Jetzt habe ich auch den Namen von dem Dino, den ich vorhin schnell übersprungen habe.
38 Furkan, Despota, mit 1,423. Das ist aber ein komischer Wert. Wie kann der letzte Wert 23 haben? Das steht bestimmt für was anderes, Thomas. Der Greenscreen guckt aber böse. OG Gamer 4588 Carpador. Der Name sagt auch irgendwas. Ich glaube, Thomas hat Hunger. Pet Shop Boy 1 MFG 100% Evoli Adi Schatz. Solo-Kämpfer, auch beim GoFest kennengelernt, Shiny Carpador. Ja. Zusammen mit gelber Deadpool. Gries Yannick 890 Lugia. 5 Yonko of the Sea 6. 96% Pubita, genau. 36. Hades New York? Nee. Hades NJ 6, 9, 6, 9 und dies. Also auch Lugia. Rainbow Killer Lugia 100. Mark Mega Glurak Y. Shiny Minecraft Knarksel Leon 77k Sekrom. Hat jetzt erst am Mittwoch zu Raidmania geedit. Der ist ganz frisch. Ganz das ist bestimmt frisch, der letzte. Nee, danach kommt noch Farid. Weil der hat auch zu Raidmania geedit. Farid 1597 Barsch war. Leon hat Sekrom gehabt. Gut. Falarope 3 Taubos. Hat ja jetzt auch wieder neu begonnen zu leveln. Dann nochmal Brutu. Hat er zwei? Ja, das dachte ich auch gerade. Okay, dann Brutu mit Giratina. Svegodat, der hat vorhin für den Raid erst frisch geedit. Okay. Auch mit Kyokre. Oh. Und das waren alle. Das waren alle. Das ist vorbei. Und wegen euch mache ich jetzt extra noch eine Stunde, damit ihr mal lernt, einfach Respekt vorm Hannes zu haben. Ja, ja, ich fühle den Respekt, der arme Mann, der kriegt schon graue Haare. Ja, die haben schon. So, wie sieht's bei euch aus in der Freundschaftsliste? Habt ihr da auch Leute dabei, die auffällig sind durch ihren Buddy, durch irgendeinen bestimmten Buddy-Namen? Was ist der lustigste Buddy-Namen, den ihr bisher so gesehen habt? Oder generell der lustigste Name von einem Freund in eurer Liste, den ihr so habt? Oder gibt's was Interessantes in eurer Freundschaftsliste? Das ist jetzt die Frage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes und euer Timo und eure Sandra und eure Marie und euer... Eure Shinaya, euer Thomas, irgendwie alles. Ja, tschüss, genau.